Nur der kleine Ibrahim macht vor allem Schwester Birgit noch ein wenig Sorgen. Gerade jetzt bräuchte er richtige Pflege, denn sein Gesundheitszustand verbessert sich nur langsam. Es fällt mir, Schwester, schwer, das Kind so zurückzulassen, muss ich wirklich sagen. Also das ist schwierig. Ich glaube, bei Kindern ist es so schwierig, einfach auf gewisse Sachen aufzupassen. Es ist Flüssigkeitsbilanz und beatmungsmäßig. Und das ist halt schwierig, wenn das andere übernehmen. Nicht Kinderärzte und nicht Kinderschwestern. Oh, gut, gut, gut. Fast zwei Jahre später, Mai 2004. Der mittlerweile 4,5-jährige Ibrahim ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ein Energiebündel, aufgeweckt und für seine Eltern manchmal kaum zu bändigen. Wann immer Dr. Wolleneck mit seinem Team in Sarajevo ist, kommt Ibrahim zur Routineuntersuchung. Ibrahim weiß mittlerweile, wenn er ins Krankenhaus fährt und dort den Arzt aus Wien trifft, dann wird's meistens ziemlich lustig. Hallo, Ibrahim. Kennen Sie Dobadan? Kann ich Dobadan? Ja, Dobadan? Dobadan. Dobadan. Was sagen die Eltern? Angst, dass ihn die Ärzte wie damals vor 1,5 Jahren operieren und er wieder wochenlang im Krankenhaus bleiben muss, hat Ibrahim heute keine mehr. Bis jetzt sind alle Ärzte mit ihm zufrieden gewesen. Ja. Gut. Srce. Srce. Okay. Gregor Wolleneck ist mit dem Gesundheitszustand seines kleinen Patienten zufrieden. Das Herz schlägt so, wie es sich für einen aufgeweckten Buben seines Alters gehört. Für uns ist es sehr schön, diese Kinder wiederzusehen, weil sie sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes der lebende Beweis für das sind, was wir hier tun können, nämlich einem Kind eine Voraussetzung zu schaffen, ein schönes, normales Leben zu führen. Ibrahim braucht noch Medikamente in geringer Dosierung, ist aber im Alltag völlig unauffällig, hat sich in den 1,5 Jahren völlig normal entwickelt. Und ist ein an sich sehr fröhliches, aufgewecktes Kind. Ein wenig besorgt um Ibrahim sind nach wie vor seine Eltern. Sie zeigen Gregor Wolleneck einen Befund ihres Hausarztes, der befürchtet, dass sich Ibrahim, wenn er älter ist, vielleicht nicht mehr so gut entwickeln könnte. Doch der Herzspezialist beruhigt. Das Ergebnis der Operation ist sicher sehr zufriedenstellend im Moment. Man muss zweifellos, wie immer in solchen Fällen, das Wachstum abwarten. Mit dem Wachstum kann es zu einer neuerlichen Einengung kommen. Aber das ist im Moment nicht zu erwarten. Es gibt keine Probleme mehr. Ich kann es kaum glauben. Wenn Ibrahim spielt oder läuft, ist das kein Vergleich zu vorher. Und er wird auch nicht mehr so schnell müde. Wenn man Ibrahim fragt, wie es ihm geht, dann sagt er jedes Mal, mir geht's prima. Ibrahim, hoffentlich bald wieder mal zu sehen. Ciao. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ibrahim ist nur eines von über 200 Kindern, denen die Ärzte aus Österreich in den vergangenen Jahren geholfen haben. Die Mediziner waren allerdings nicht immer erfolgreich. Kinder sind nach Operationen auch verstorben, weil Herzfehler zu spät erkannt oder behandelt wurden. Im Mai 2004 sind nach 4-jährigem Einsatz die Fortschritte in Sarajevo langsam sichtbar. Angst und oft auch Enttäuschung der bosnischen Ärzte sind meist der Routine gewichen. Sanko Pandur darf mittlerweile selbst und eigenverantwortlich komplizierte Eingriffe vornehmen. Gregor Wolleneck zieht sich auf die Rolle des Beobachters zurück, der nur ab und zu mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Erfolgserlebnisse der letzten Zeit sind sicher wichtig, aber ihr wisst, das ist erst der Anfang. Ihr müsst es einfach versuchen, dann werdet ihr euch auch weiterentwickeln. Ich glaube, wir sind einen großen Schritt weitergekommen, dank der Hilfe aus Österreich. Ich hoffe aber, dass wir weiter unterstützt werden. With the Austrian team, and I think that you have to support it.
Aber auch bei der Betreuung der frisch operierten Patienten gibt es Fortschritte. Die bosnischen Krankenschwestern haben von ihren österreichischen Kolleginnen gelernt, dass junge Patienten anders als Erwachsene behandelt werden müssen. Die Bezahlung des Pflegepersonals ist mit rund 400 Euro für unsere Verhältnisse zwar immer noch gering, aber trotzdem besser als in den vergangenen Jahren. Tief atmen. Gut machst du das. Und auch wenn die unterschiedliche Sprache noch ab und zu eine kleine Barriere darstellt. Je öfter das österreichische Team nach Sarajevo kommt, desto besser klappt die Zusammenarbeit. Also mittlerweile bin ich schon eher in einer Beobachtungsposition, außer man sollte eigentlich nicht so viel selber arbeiten, wo das natürlich oft schwierig ist, weil man immer wo hingreifen will und mithelfen will. Aber es hat mittlerweile schon deutlich mehr Beobachtungsstatus als am Anfang und man greift halt nur mehr ein, wenn man sieht, es ist jetzt wirklich, es ist ja jetzt Hilfe notwendig und sie brauchen jemanden. Früher hätte das Team der Universitätsklinik Sarajevo ohne die Hilfe aus Österreich nicht gewagt, die kleine Amina kurz nach der Operation weiter zu behandeln. Kinderarzt Duško Anić übernimmt dafür heute ohne Wimpernzucken die Gesamtverantwortung. Dass jetzt alles noch besser klappt, sieht er als große Motivation für das gesamte Team. Dieses Vertrauen, das die haben, dass die Kinder in unsere Hände bleiben, es ist schon ein, sozusagen, der Push-up für uns, dass wir mehr arbeiten und besser arbeiten und so weiter. Und dann tut das gut für die Seele, dass so eine Leute da Vertrauen zu uns haben. Aber blass ist er schon. Also, die Lippen sind schon rot, aber Kinder sind es blass. Am Ziel sind er und sein Team noch lange nicht, weiß Projektinitiator Wolleneck im Mai 2004. Denn in den nächsten Jahren müssen vor allem neue Spendengelder aufgetrieben werden, damit das Hilfsprojekt Kinderherzchirurgie Sarajevo weiter erfolgreich fortgesetzt werden kann. Wir sind hier angetreten mit einer Vision, die wir damals auch ganz klar definiert haben. Wir wollten zumindest 70% Versorgungsgrad hier haben, also 70% der Patienten in diesem Raum sollten durch das eigene Team versorgbar sein. Wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht, aber wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg dahin und diese eigenständig durchgeführten Versorgungen, Operationen, vollwertige Herzoperationen beweisen, dass es funktioniert. Und natürlich ist es ein Lernprozess, natürlich muss man Schritt für Schritt vorangehen, aber eben auf diesem Weg sind wir eigentlich im Plan.